just let me go. I've been under your spell. I love you so, it's just hard to tell. I lost my way and there's no coming back. And I'm all done, the love's all gone. Okay, ganz ruhig. Also zwei Bossgegner sind echt hart gleichzeitig, das ist nicht wirklich. Close. Okay, aufladen. Wie viel? Ich habe keine richtigen Mana-Tränke mehr. Hab noch einen davon. Wie viel habe ich davon? Auch einen. Das ist natürlich super. Das war so klar, dass das passiert zwischendrin war. Seid hinüber. Sind hier noch mehr Bosse? Ich komm nicht durch. Oh nein, denn ist das dein Ernst? Warum ist denn hier eine Falle? Und ich dachte die anderen sind. Ja, ich glaube die anderen sind weit genug weg, dass ich den hier platt machen kann. Komm mit. Wo ist er? Okay, sehr schön. Okay. Sehr, sehr geil. Okay, ich kann sie gleich nacheinander platt machen. Oh, es wird auch Zeit. Gut, dass ich den so gut wie absolut gar keinen Schaden mache. Ey, mir aber auch nicht. Okay, so mach ich einen Schaden. Ja, genau, so mach ich einen. Ah, okay. So. So mach ich den so auch Schaden. Ja, das funktioniert bei ihm nicht anscheinend. Jetzt halte ich hier mal langsam auf und da ist der erste tot. Oh, ein Glück. Okay, der erste ist tot. Kätzchen halte ich mal noch ein bisschen auf, komm. So. Sehr schön. Okay, hab mich entdeckt. Hilfe. Lalalala, Hilfe. Kitsu! So, tot, stopp. Okay, der ist tot. Aufheilen, okay. Jetzt geht's. So. Würdest du Kätzchen? Endlich. Ich brauche mehr Mana. Ich habe viel Mana. Ja! Oh! Oh mein Gott! Alter Schwede! Ja, du kriegst dich eh nicht tot. Akuks Berater. Berater vor allen Dingen hier. Er gibt ja auch voll Sinn hier. Oh, Alter. Ich habe wenig Mana. Lampe der Wunder. Ich brauche mehr Mana. Ich habe wenig Mana. So, jetzt komm her.
habe wenig Mana. Wo ist meine Katze? Ah, die ist tot! Das habe ich auch noch nie erlebt, dass meine Katze tot ist. Ich habe auch noch nie erlebt, dass ich jemandem keinen Schaden mache. Du gehst ja ganz schön auf die Nerven, habe ich dir schon mal erzählt. Würdest du langsam mal bitte... Ja, du könntest wirklich langsam mal bitte... Ich glaube, er hat verstanden, dass er sterben soll. Quest abgeschlossen. Alter Schwede. Natürlich ist ja noch einer, der meint jetzt noch irgendwas aus. Wisst, ich habe drei deiner Bosse blatt gemacht. Gib doch endlich auf und lass es sein. So. Ja, auch die denken noch, oh ja, der hat... Ich hab drei Mega-Bosse blatt gemacht, Alter, den geht mal easy. Sind, jetzt weiß ich, warum diese komischen Geräusche machen, das sind Kröten. Das sind echt Kröten. Euer Begleiter ist aus der Stadt zurück. Ich hab meinen Begleiter echt die Stadt geschickt. Wann hab ich das gemacht? Und wie hab ich das gemacht? Das ist die Katastrophe. Oh mein Gott, ey. Er müsste ja fast schon Level 34 sein, jetzt bei der Menge an Viechern, die ich gerade blatt gemacht habe, oder? Sehe ich das nicht richtig? Sehe ich das falsch? Sehe ich das richtig? Sehe ich das richtig falsch? Kann ich eigentlich, wenn ich B, C... Ah, ne, es geht nicht höher. Ja, ich bin fast Level 34. Krass. Danke, Katze. Auf zurück zum Djinn, würde ich sagen. Und die erste Aufgabe abgeben, die uns hoffentlich eine Menge Ruhm bringt. Jetzt frage ich mich allerdings, wenn ich... Ist das jetzt hier... Moment. Ich bin momentan prominent, ich weiß aber nicht, was danach kommt. Na gut. Ich renne mal kurz hier noch drum, weil wir das noch nicht komplett erforscht haben. Aha. Ich heiße euch willkommen. Der gesichtslose König. Ich werde der gesichtslose König genannt. Und ich bin seit den Zeiten hier, als Seraphie und Nezoria noch ein Volk waren. Es ist schon lange mein Traum, sie wieder zu vereinen, indem ich mich im Gewölbe der Seelen begebe. Aber ohne die Masken der königlichen Linie öffnet es sich nicht. Und diese wurden mir vor langer Zeit gestohlen. Wenn ihr die Königsmasken finden könnt und sie mir wiederbringt, hebe ich den ewigen Palast empor, öffne das Gewölbe der Seelen und vereine Seraphie und Isoria wieder. Bitte, sterbliches Wesen, helft mir, diesen Krieg zu beenden. Dem werde ich natürlich auf jeden Fall helfen. Wenn er natürlich vorhat, den Krieg zu beenden, das ist, dann ist er auch unser Freund. Eine Quest. Oh, damit haben wir Krieg sprachen. Okay. Jetzt will ich hier oben... Ja, hier ist nämlich noch was. Bei Flammen wird es ein Feuerresistenz. Ich hätte nie gedacht, dass ein Feuersalamander Feuerresistenz ist. Das erschließt sich mir irgendwie nicht. So, aufladen kurz und weiter geht's. Sehr schön, haben wir die Gegend ja auch erkundet. Und dann geht's jetzt schnurstracks zum Djinn, um ihn seine Wunderlampe zurückzubringen. Und dann die nächsten beiden Aufgaben von ihm zu erhalten. Ich bin ja mal gespannt, wie das ist hier. Eigentlich ist es ja so, dass man sich vom Djinn drei Dinge wünschen kann, ne? Und nicht, dass man drei Dinge für den machen muss, aber... Naja, das Spiel sieht das anders. Das Spiel denkt sich da so, scheiß auf Realität! Also gut, Djinn und Realität ist jetzt ein bisschen weit hergeholt, aber... Ihr wisst, was ich meine. Hallöchen! Happy Star! Der Wunder zurückgebracht. Eure jämmerlichen Bemühungen sorgen also doch für etwas Unterhaltung. Den Schrott könnt ihr wegwerfen. Es ist nichts weiter als eine Lampe,
mit einem hochtrabenden Namen. Ich vermute, sie spendet etwas Licht, wenn ihr Öl hineinfüllt. Aber sonst kann man rein gar nichts damit anfangen. Die zweite Aufgabe dürfte wesentlich amüsanter werden. Ich habe gerade 3 Tote einkassiert, um dir eine Lampe zu bringen, in die man Öl füllen kann. Er wird mir gerade unsympathisch. Er wird mir gerade wirklich unsympathisch. Ihr habt die Tutara mehr oder weniger unversehrt überlebt. Ich bin 3-mal gestorben. Glückwunsch. Aber mir scheint, das war weiter nichts Außergewöhnliches. Die zweite Aufgabe dürfte wesentlich amüsanter werden. Tretet durch das Portal. Eure zweite Aufgabe heißt Überleben. Ich hasse ihn. Ich hasse ihn so sehr. Ihr habt eine neue Quest. Ich hasse ihn so sehr. Ich hasse ihn so sehr. Im Licht bleiben. Das ist die Aufgabe. Im Licht bleiben und dabei... Aua, das tat weh. Nicht das schon wieder! Ja. Ich hab kein Mana mehr. Ihr seid tot. Leck mich. Hab ich nicht gesagt, nein. Hab ich nicht gesagt. Ich hab natürlich direkt hier wieder gespawnt. Gut, das ist gar nicht so schlecht eigentlich. Jetzt stirb endlich! Ich brauche mehr Mana. Mein Inventar ist voll. Licht bleiben! Ich konnte nicht mal die ganzen Sachen aufsammeln, weil mein Inventar voll ist. Wirklich weh. Es ist verbehindert. Ich lass mich hier spawnen, mach ich gleich wieder. Ich konnte nicht im Licht bleiben, weil mein Inventar voll war gerade. Also ich hätte schon bleiben können, aber ich wollte nicht. Warte mal ganz kurz. Aha, okay. Okay, weiter geht's. Ja, ich komm da nicht mal raus. Wie behindert ist das? Ich konnte da nicht mal wegrennen. Alter, das macht überhaupt keinen Sinn. Wenigstens wegrennen durfte ich doch, oder? Also so irgendwo... weg nicht. Ich kann... Was soll ich denn machen? Ich bin Fernkämpfer. Ich muss doch irgendwie eine Möglichkeit haben, da wenigstens irgendwo hinzurennen. Hallo, ich bin... Wie sinnlos, Alter. Da muss es doch... Da muss man doch wenigstens als Spielemacher dann einen Unterschied machen, ob man Berserker oder Fernkämpfer ist. Ich kann doch nicht mit dem Fernkämpfer da rumrennen und denken, ja, ich krieg das genauso wie ein Spiel... Wie ein Spiel... Dings. Das kann man als Fernkämpfer überhaupt nicht überleben. Wir werden in diesem Spiel, glaube ich, die 5000 Mal sterben locker erreichen. Weil selbst wenn man... Selbst jetzt, wo ich verstanden habe, wie es geht, ist es eine Katastrophe. Ihr seid hinüber. Ich zünde meinen Heiltrank, ich zünde mein Heilspell, ich zünde mein Heilding. Das sind 3 Heilungen gleichzeitig und ich überlebe es nicht.
Na endlich. Ist mal ein Turm weg von den dreien. Okay. Endlich, dankeschön. Ich musste nur viermal sterben, damit ich endlich mal so weit spielen kann, dass ich mich bewegen kann in dem Raum hier. Danke, liebes Spiel. Danke, danke, danke. Ich habe nicht genug Mana. Ich habe wenig Mana. Ich habe wenig Mana. Okay. Komm schon, komm schon. Drauf, 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 drauf. Oder ich gehe gleich drauf, das ist auch eine Option. Man kann nicht gerne... Oh, okay, okay, okay. Ja, endlich einer weg, okay. Alter. Wenn das weitergeht, ne, dann... Ach, ja, natürlich, yeah. Kann mir mal erklären, wie ich hier nicht bleiben soll? Ihr seid hinüber. Ich finde das Spiel so sinnlos. Ich finde das so... Eigentlich müsste die Aufgabe beim ersten Tod ja... Ja, natürlich. Ach, ich bin falsch rumgelaufen, natürlich. Das tut wirklich weh. Dafür bin ich Ich bin mal ganz kurz, ich sag mal ganz kurz nichts mehr. Ich möchte mal ganz kurz. Ja, natürlich. Ihr seid. Wenn ihr sehen könntet, was ich gerade für einen Grinsen auf dem Gesicht habe, es ist, es. Wollen wir nochmal schauen, wir haben eine Aufnahmesession hinter uns. Also, die ist jetzt hinter uns, das könnt ihr euch sicher... Wir sind jetzt bei... Wo stand's? Wir sind gerade nochmal 20 Mal gestorben. Naja, geht ja eigentlich. So, das war übrigens ein Witz mit geht ja eigentlich. Verkaufen den ganzen Spaß mal. Go. Ich gucke jetzt auch nicht, was das ist. Das ist mir scheißegal. Ich will es verkaufen einfach noch. So. So. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, meine lieben Freunde. Ich mache an der Stelle erstmal eine kleine Aufnahmepause, um mich wieder ein wenig von dem Spiel zu beruhigen. Wir sehen uns dann wieder beim nächsten Mal. Und ja, dann geht's hoffentlich weiter. Und ich hoffe, wir kommen mal schnell 2-3 Level hoch, damit wir uns umskillen können, mehr oder weniger. Oh, kann man sich vielleicht... Hier kann man sich nicht umskillen, da kann man sich auch nicht umskillen, da kann man sich auch nicht umskillen. Aber hier kann man sich doch umskillen, oder? Nee, du verteilst nur Fähigkeiten, Leute. Du bist so sinnlos, Alter. Das ist... Das kann ich gar nicht beschreiben, wie sinnlos du bist. Ich grüße euch. Die verteilt nur Fähigkeiten, Leute. Das ist ja mega sinnlos. Du gibst Glücksspieler. Okay, das hat's nicht. Na gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss.